Verehrtes Präsidium, meine Damen, meine Herren, es ist deshalb so wichtig, auf die positiven Wirkungen der jetzigen Novellierung zu verweisen, weil es auch Menschen gibt, die sagen, nein, das wollen wir nicht. Mit der Konsequenz, dass das, was positiv verändert wird, eben nicht geschieht. Und wir sind dafür da, dass wir Bewegung erzeugen, dass wir aber das Thema der UN-Behindertenrechtskonvention nicht alleine mit Rampen lösen werden, ist auch offenkundig. Dass man sowas wie Gesinnungs- und Zuständereform miteinander verbinden muss, dass man auch die Voraussetzungen, die Kompetenzen zu schaffen hat, auch das ist doch klar und findet sich wieder in dieser Novellierung in dem Berufsbildungs-, in dem Behindertengleichstellungsgesetz. Und allein schon die Definition auf der Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention, nämlich die neue Definition von Behinderung als langfristige Beeinträchtigungen, die in Wechselwirkung mit Barrieren in den Köpfen, in der Umwelt, an der gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe hindern, hat eine Strahlkraft, die über das jetzige Gesetz hinausgeht. Gestern war der Gehörlosenbund bei mir und hat über viele Themen gesprochen, auch über Gebärdensprache, und zwar auch in der Konsequenz, weil sie wissen und mir gesagt haben, dass das, was wir miteinander vereinbaren auf Bundesebene, auf die Länderebene, beispielsweise in Berlin, in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, übertragen wird. Und da müssen Sie sich auch mal von der Linkspartei mit dem Föderalismus arrangieren, dass wir eben keine zentralistische Republik haben mit einer Steuerung aus Berlin, sondern dass wir föderal aufgebaut sind über die kommunale, die Landes- und die Bundesebene und auch die private Ebene. Und wenn wir sie miteinander verzahnen, dann haben wir die Wechselwirkung, Gesinnungs- und Zuständereform, die wir miteinander wollen und auch erreichen werden. Es ist eben nicht allein ein Thema des Bundes, sondern ein Thema auch der Bundesländer, der Kommunen, der Privaten. Wichtig ist aber, dass wir eines nicht tun, die Bundesbehörden so abzuwerten, Kollegin Werner, als seien die nicht wichtig. Ist die Agentur für Arbeit für Arbeitssuchende nicht wichtig? Ist denn die Krankenkasse für jemanden, der Gesundheitsversorgung sucht, nicht wichtig? Ist die Bundespolizei mit ihren Einrichtungen nicht wichtig? Ist die Rentenversicherung für die Alterssicherung für die Menschen nicht wichtig? Also es sind wichtige Schritte, die wir in den Bundesbehörden jetzt vorangehen, damit Barrierefreiheit in der Kommunikation und auch baulich erreicht werden können. Und damit macht der Bund genau das, was in jeder modernen Pädagogik richtig ist. Nicht die Kraft des Zwangs, der Peitsche, Gebot und Verbot, sondern wir sagen, wir wollen überzeugen. Aber wir können auch von den Privaten erst dann etwas verlangen, wenn der Bund mit seinen Einrichtungen vorne weggeht. So, jetzt müssten Sie mal eine kleine Pause machen, Herr Kollege Schumacher. Ich muss Sie nämlich fragen, ob Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Birkwald zulassen, sonst ist nachher eine ganz andere Thematik dran. Und nichts ist überzeugender als das gute Vorbild des Bundes. Aber ich höre gerne Ihre Zwischenfrage. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Herr Kollege Schummer, Sie waren gestern Abend, wie ich sehen konnte, Sie saßen zwei Reihen vor mir, beim Jahresempfang der Bundesbeauftragten für Menschen mit Behinderungen bei Frau Bentele. Und dort haben Sie auch die Rede von Ulrike Mascher gehört. Und Ulrike Mascher ist Vorsitzende des Deutschen Behindertenrates, Sprecherratsvorsitzende und Präsidentin des Sozialverbandes VDK Deutschland. Und sie hat Ihnen 7 Punkte genannt, wo der VDK und wo der Behindertenrat überhaupt nicht einverstanden ist mit dem Behindertengleichstellungsgesetz. Nein, es ging schon um die Inhalte. So, und jetzt, ich zitiere jetzt wörtlich Frau Kollegin Griese, damit Sie nicht hier fälschlicherweise behaupten, das wäre was anderes. Also, ich zitiere: Es ist zwar richtig, dass der Bund seine eigenen Institutionen und die Sozialleistungsträger zur Barrierefreiheit verpflichtet, aber die Menschen nutzen nun einmal im Alltag private Geschäfte, Gaststätten, Kinos und Arztpraxen viel häufiger als Bundesministerien und Behörden. Zitat Ende. Ich glaube, Frau Mascher hat recht. Die meisten Menschen gehen viel mehr in Restaurants, zur Arbeitsstätte und in den Alltag und nicht
jeden Tag in die Rentenversicherung und in die Bundesagentur für Arbeit etc. etc. Das kann ein Anfang sein. Sie tun hier aber so, als wenn das die Lösung wäre. Und das ist es nicht. Deswegen fordern wir Sie auf, tun Sie was für alle 7,5 Millionen Menschen mit Behinderungen in Ihrem Alltag und nicht nur in den Bundesbehörden. Dankeschön. Also ich möchte mal zum Kern Ihrer Frage zurückkehren. Ich habe natürlich dann auch die Rede, die 7 Punkte gehört, und zwar sehr ausführlich. Und diese 7 Punkte beschäftigten sich erstens mit der Inklusion und zweitens mit dem Bundesteilhabegesetz. Das Bundesteilhabegesetz werden wir im zweiten Halbjahr hier im Plenum beraten, und dazu hat sie sich geäußert. Und das können Sie auch gerne nachlesen. Wichtig ist, dass die Kompetenzen für Barrierefreiheit gestärkt werden und dass auch das Behindertengleichstellungsgesetz kein Inselgesetz ist. Also wie Frau Bundesministerin auch eben zeigte und gestellt hat, wir haben bereits Vorleistungen erbracht, beispielsweise die Sonderförderung von Integrationsunternehmen, dass wir auch KfW-Programme haben, um Barrierefreiheit finanziell zu unterstützen, beispielsweise altersgerechte Bauen mit weit über 1 Milliarde Euro. Wir haben für die barrierefreie alters- und behindertengerecht, wir haben barrierefreie Innenstädte, da werden jedes Jahr 700 Millionen Euro mobilisiert. Wir haben das Konjunkturprogramm für Kommunen mit 3,5 Milliarden Euro, mit denen Barrierefreiheit finanziert werden kann. Aber wichtig ist eben, dass wir auch die Kompetenzen der Barrierefreiheit stärken. Da haben wir auf der einen Seite auch wichtig miteinander vereinbart, dass wir eine Berichterstattung haben wollen über die Bundeseinrichtungen zur Barrierefreiheit, auch in der Kommunikation, und dass wir sie auch mit Zielvereinbarungen dann umsetzen und umrüsten wollen in Barrierefreiheit. Dass wir dies dann auch von den Privaten erwarten und fordern werden, wenn der Bund entsprechend seine Hausaufgaben erledigt hat. Und dass Zielvereinbarungen wirken, habe ich jetzt die Medien angeschrieben, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, wo auch eine Zielvereinbarung zur kommunikativen Barrierefreiheit 2011 vereinbart worden ist mit den Behindertenverbänden und wo mir dann auch mitgeteilt wurde, dass mittlerweile über diese Zielvereinbarung bei ARD 95% der Sendungen untertitelt sind, dass beim ZDF 71% der Sendungen untertitelt sind, dass es auch eine akustische Bildbeschreibung gibt, jeweils zu 42% und 44% in beiden Sendeeinrichtungen. Aber was schon ein Fehler ist, und weshalb ich heute auch das Bundestagspräsidium mit Verlaub angeschrieben habe, dass eine solche Übertragung zur Barrierefreiheit im Deutschen Bundestag vom Bundestagsfernsehen nicht barrierefrei übertragen wird. Und da brauchen wir eine generelle Regelung, dass solche Debatten auch nach der Hauptredezeit, nach 13 Uhr, barrierefrei zu übertragen ist. Das erwarte ich dann auch vom Deutschen Bundestag. Nichts ist überzeugender als das gute Beispiel. Und die Bundesfachstelle für Barrierefreiheit zu bilden, damit eben Kommunen und auch Private sich informieren können, wenn sie barrierefrei ihre Zuwege dann ausbauen wollen, ist eine Kompetenzstelle, die wir jetzt schaffen und die auch dann die Möglichkeit ergibt, dass sie europäische Konzepte, Modelle auch transportiert und wir dann auch mit diesen europäischen Konzepten unsere Kommunen, auch Privatunternehmen beraten können, dass wir in einem weiteren Gesetz auch innerbetrieblich im privaten Raum die Schwerbehindertenvertretungen stärken wollen, dass sie mehr Zeit bekommen, Freistellungen, damit sie in den Unternehmen Barrierefreiheit organisieren können, auch bei der arbeitsteiligen Organisation der Unternehmen, ist ein weiterer Aspekt, den wir miteinander vorantreiben werden. Aber wir brauchen auch bei etwa 80.000 Menschen unter uns, die auf Gebärdensprache angewiesen sind, und 700 Gebärdendolmetscher. Da brauchen wir auch die Zusammenarbeit mit den Ländern, dass beispielsweise in den Schulen Gebärdensprache als ein freiwilliges Wahlfach mitgeschaffen wird, damit wir auch mehr Interesse an dieser Grundsprache bekommen, in den Schulen, in den Hochschulen und in den Volkshochschulen und in Betrieben. Da müssen wir die Kompetenzstellen schaffen, dass wir sagen, wir wollen auch komplizierte Bescheide der Bundesbehörden in einfacher, in leichter Sprache erläutern, ist ein wichtiger Ansatz. Und zwar nicht alleine perspektivisch für lernbehinderte Menschen und für Menschen mit seelischer, psychischer Beeinträchtigung, sondern in der Perspektive auch als eine Kompetenz der Behörden für alle Bürger, die anfragen. Wir haben eben auch 7,5 Millionen strukturelle Analphabeten,
die eben über Jahrzehnte hinweg nicht gelesen haben und für die eine solche leichte Sprache auch hilfreich ist, wenn sie Bescheide zu lesen hat. Aber diese Kompetenz muss aufgebaut werden. Ich bin selber Landesvorsitzender der Lebenshilfe in Nordrhein-Westfalen. Wir haben regelmäßig Anfragen, ob wir mit unserem Potenzial leichte Sprache stärker auf Kreisebene, auf kommunaler Ebene stärker unterstützen können. Wir haben die Kompetenzzentren nicht, wir müssen sie schaffen, wir müssen sie aufbauen. Und wenn wir sie aufgebaut haben, dann muss auch der nächste Schritt sein, dass wir verstärkt in den privaten, in den wirtschaftlichen Raum diese Kompetenzen transportieren. Aber wir müssen sie erstmal mit dieser Novellierung heute aufbauen, um dann den nächsten Schritt miteinander zu gehen. Das Merkzeichen für Taubblinde, das endlich vereinbart wurde zwischen Bund und Ländern, ist auch ein wichtiger Punkt, den wir jetzt umsetzen werden. Wir reizen an durch Mittel, durch Gelder, durch eine verbesserte Kompetenz in der Barrierefreiheit. Und wer das alles ablehnt, der lehnt Verbesserungen für die betroffenen Menschen ab. Und deshalb plädiere ich dafür, dass wir diese Verbesserungen, dass wir ihnen zustimmen und dass wir diesen Schritt weitergehen. Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention nicht per Kippschalter. Ab morgen ist alles schön, sondern ein Prozess, der sicher Jahre braucht, aber ein Prozess, der in die richtige Richtung geht. Vielen Dank. Herr Kollege Schummer, das Präsidium des Bundestages hat selbstverständlich entschieden, dass wir generell barrierefrei werden. Aber wir haben schon begonnen, weil das andere ist nach den europäischen Richtlinien ein großes Ausschreibungsverfahren. So lange wollten wir nicht warten, sondern zumindest schon die Menschen in einem kleinen Bereich während der Hauptdebattenzeit teilhaben lassen. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist die Kollegin Corinna Rüffer.